Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, seit langem mal wieder ein Video und dieses Mal auch ein etwas älteres Thema, und zwar geht's um meinen Twitter-Account. Den gibt's ja jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß noch, es ist ein paar Jahre her, da habe ich den mal erstellt und habe da am Anfang auch relativ viel geschrieben, viele Tweets versendet und habe auch relativ viele Leute in meiner Folgenliste, also denen ich folge sozusagen. Und ja, in letzter Zeit habe ich Twitter überhaupt nicht mehr benutzt. Es war einfach viel zu aufwendig, mich jedes Mal anzumelden, um da reinzugucken. Ich hatte auch das Programm TweetDeck für den Computer, also für Windows. Das habe ich dann auch benutzt, aber irgendwann hat mich das auch irgendwie genervt, dass es die ganze Zeit mitgelaufen ist und jeder neue Tweet reinkam etc. Und das wollte ich einfach ja so ein bisschen verhindern und habe dann gesagt, gut, ich höre damit erstmal auf. Mich hat es auch wirklich nicht mehr interessiert, aber jetzt, wo ich Twitter mal wieder so ein bisschen rausgekramt habe sozusagen, komme ich gleich noch dazu, dann ist mir aufgefallen, da gibt es wirklich viele Leute, auch viele YouTuber, die wirklich coole Infos oder irgendwelche lustigen Tweets verfassen, die mich auch wirklich interessieren. Also es lohnt sich auch wirklich für mich, da ein bisschen mehr reinzusehen. Und ich habe mir auch vorgenommen, demnächst mal ein bisschen was ja mehr in Twitter zu machen. Also erstmal, ich kam jetzt in letzter Zeit darauf, indem ich die Twitter-App für mein Handy heruntergeladen habe, also für Android, und die hat so ein praktisches Widget dabei, da werden immer die neuesten Tweets angezeigt, das heißt, man muss nicht mehr in Twitter reingehen, sondern hat die gleich direkt auf dem Bildschirm und kann dann direkt quasi retweeten oder auch einen Tweet verfassen. Das geht direkt auf der Home-Seite sozusagen, finde ich recht praktisch. Und durch diese Einfachheit, durch die App, bin ich dazu gekommen, jetzt einfach Twitter wieder zu nutzen. Und da ich ja meinen Kanalnamen geändert habe, macht der Name VIS Tweets eigentlich keinen Sinn mehr. Und ich habe mich entschlossen, einfach ein neues Konto anzulegen. Das nennt sich Kevin Heppenheim. Ich wohne ja in Heppenheim. Mein Kanal heißt Kevin HP. HP steht für Heppenheim. Ganz logisch eigentlich. Dort habe ich natürlich auch mein YouTube-Konto hinterlegt, also da könnt ihr nach wie vor draufklicken. Und ja, ich habe meinen ersten Tweet schon verfasst, da habe ich erstmal geschrieben, mein Twitter-Account von KevinHP und AppService. Da werde ich dann eben auch ein bisschen was zur AppService schreiben. Allerdings werde ich da nicht wirklich so App-Service-bezogene Tweets verfassen, sondern ab und zu mal schreiben, wenn ein Video online geht etc. Aber ansonsten wird es eigentlich relativ privat in Anführungszeichen bleiben. Ich habe ja früher eigentlich immer nur die neuesten Videos verlinkt und ansonsten immer nur so ein bisschen was aus meinem Privatleben erzählt, beziehungsweise ab und zu auch Bilder hochgeladen, kann man ja da auch machen. Und ja, das möchte ich einfach wieder mal ein bisschen aufwachen lassen. Ich möchte ab und zu mal ein bisschen was schreiben. Ja, es gibt ja viele Leute, die wirklich allen möglichen Scheiß da reinschreiben. Das habe ich ja am Anfang auch gemacht, wenn ich mal hier zurückgehe. Gut, da müsste ich jetzt ewig weit runterscrollen. Aber wenn wir mal sehen, hier ganz am Anfang, wo ich mein Konto erstellt habe, da kamen wirklich jeden Tag 2-3 Tweets und irgendwas reingeschrieben. Finde ich ganz lustig eigentlich, also ich habe es damals auch gerne gemacht, wie man gesehen hat. Aber was ich schade finde, dass Twitter dann eben so überfüllt ist. Wenn das jeder macht, dann ist Twitter so richtig voll die Startseite. Und dann macht es auch keinen Sinn, so viele Leute zu followen, also denen zu folgen, weil dann wirklich die Startseite von Twitter wirklich überfüllt ist und man keinen Überblick mehr hat. Und deswegen möchte ich auch einfach nur ein paar Tweets machen, vielleicht einmal die Woche, vielleicht ein bisschen mehr, wenn mir irgendwas einfällt. Manchmal ist auch zwischendurch, was ich einfach mal loswerden will, irgendwie eine Meinung zu irgendwas, vielleicht auch wie das Wetter gerade ist, so irgendwas in der Richtung. Und dafür ist, denke ich mal, Twitter ganz gut geeignet. Und wie gesagt auch, dass ich meine Follower, also den Leuten, denen ich folge sozusagen, dass ich da auch ein bisschen mehr ein paar Infos kriege. Es gibt ja auch viele Twitter-Accounts, die zum Beispiel auch Nachrichten senden. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil ich sonst eigentlich nur die Zeitung lese und ansonsten mich wirklich sehr selten über Nachrichten informiere. Und da ist Twitter eigentlich auch eine gute Methode, um sich da so ein bisschen schlau zu machen, was abgeht. Und ich denke mal, da gibt es bestimmt richtig coole Sachen. Da werde ich in der nächsten Zeit mal ein bisschen rumstöbern. Wie gesagt, mein neuer Account heißt jetzt Kevin Heppenheim, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich denke mal, auf meinem YouTube-Kanal werde ich das auch irgendwie verlinken. Das müsste ja gehen. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und mir folgen. Würde mich natürlich freuen. Ja, wenn ich Interesse habe, schaue ich bei euch auch mal drauf. Vielleicht interessiert mich ja euer Kanal, euer Twitter-Account auch. Vielleicht folge ich ja euch dann auch. Je nachdem.
Ich werde dann erstmal in der nächsten Zeit jetzt meine alten Followings, also den Leuten, denen ich folge, rüber kopieren sozusagen, also auf meinen neuen Account übertragen. Da ist ja momentan jetzt noch gar nichts, weil ihn auch noch niemand gekannt hat. Und das werde ich in der nächsten Zeit machen, so ein bisschen quasi aufräumen und sortieren. Ich habe schon mal schöne Hintergrundbilder hier, das Hintergrundbild für einen Bildschirm und hier hinter meinem Logo schon mal eingerichtet, werde ich eventuell noch mal ein bisschen ändern. Kann man ja ganz praktisch machen. Ja, und ansonsten würde ich einfach mal sagen, es würde mich sehr freuen, wenn mir ein paar Leute folgen würden. Ich mache das eigentlich einfach nur so aus Spaß. Mir geht es hauptsächlich auch darum, dass ich eben die Infos von den Leuten, denen ich folge, sehe. Und ansonsten habe ich einfach so ab und zu mal ein paar Sachen, die ich loswerden will. Wenn euch das interessiert, ihr habt hier die Möglichkeit, auf meinem alten Account nochmal rumzustöbern. Der bleibt erstmal noch aktiv. Den werde ich auch online lassen, damit ich auch sehe, wem ich allen gefolgt habe, etc., um das Ganze zu sortieren. Da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Sowas in der Art werde ich dann auch, denke ich, mal weitermachen. Es wird jetzt nicht zu jeder Kleinigkeit was kommen, aber wenn ich mal zwischendurch Lust habe, was zu schreiben, dann wird das auf jeden Fall auf Twitter landen, weil ich bin ja auch auf Facebook aktiv, aber das nutze ich nicht auf YouTube. Und bei Twitter habe ich so nämlich dann die Möglichkeit, das Ganze für private Zwecke und für YouTube gleichzeitig zu nutzen, und das finde ich ganz gut. All diese positiven Sachen vereint bringen mich eben dazu, jetzt wieder mit Twitter anzufangen. Ich hoffe, euch gefällt diese Aktion. Ja, wie gesagt, mit YouTube-Videos muss ich mal sehen, was ich demnächst noch so für Lust habe. Ich habe momentan auch Urlaub, beziehungsweise jetzt die kommende erste Ferienwoche in Hessen habe ich jetzt Urlaub und werde in der Zeit mal ein bisschen entspannen, mich ausruhen, aber vielleicht auch ein paar Videos machen, mal sehen, was sich so entwickelt. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, die nehme ich natürlich immer gerne an. Und dann danke ich fürs Ansehen dieses wieder etwas länger gewordenen Videos. Ich wollte einfach mal wieder so frei heraus meine Meinung sagen, eben, dass ich jetzt wieder bei Twitter aktiv bin. Und wie gesagt, meine Tweets kommen meistens vom Handy. Ich werde TweetDeck wahrscheinlich wieder mal installieren. Habe ich, glaube ich, noch drauf. Das werde ich mal einrichten. Aber da werde ich wahrscheinlich wenig machen. Ich werde dann hauptsächlich das Ganze übers Handy machen, je nachdem, wie schön das funktioniert. Momentan sieht es ganz gut aus. Und dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Ansehen. Hoffe, dass ihr mir vielleicht folgt. Und ja, ansonsten, ja, hoffentlich bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann, macht's gut. Ciao.